Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen Sims 4. Ich möchte die Random Genetic Challenge machen. Das heißt, alles, was genetisch vererbt ist, darf nicht geändert werden. Ich werde alles bei allem dreimal klicken, was man randomisieren kann. Für die Eltern. Und dann erstellen wir einen Teenager. Und müssen den so hübsch machen, wie es geht. Mit den Genetik-Sachen, Dings da. Dieses Randomizen da, das seht ihr einfach im Schnelldurchlauf, weil das ist, glaube ich, ein bisschen. Ihr werdet trotzdem meine Cam sehen, damit ihr seht, wie ich reagiere, so ein bisschen zumindest. Ob ich rede, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt bereit, auf Genetik-Experimente zu gehen. Und ich habe Angst. Also, ja, glitchy. Uiuiui. Ich will ein Mädchen übrigens. Kind, ja. Oh Gott. Ja, naja. Wie heißt du? Alina. Okay. Ja. Gut. Ich will halt bei den Haaren anfangen. Das sind Custom-Haare. Naja, ist mir direkt aufgefallen. Also ich würde halt, wenn, dann halt theoretisch die Farbe beibehalten, weil halt sie halt jetzt bekommen, ne? Also, wenn ihr meint, sie färbt die Haare nicht. Das sieht cute aus. Finde ich jetzt gerade mal spontan so. Wie wäre das hier? Das ist auch. Das ist alles irgendwie cute. Ich habe eigentlich nur cute Sachen unter meiner Hand. Das gefällt mir. Und Augenbrauen kann man ja theoretisch auch ändern. Deswegen würde ich ihr auch andere Augenbrauen geben, weil. Ich weiß ja nicht. Ihre Mutter hat so hellbraune Haare, dann können wir ihr das geben. Dann hat sie das halt von ihrer Mutter. Ich mag ihr Profil. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Kann man ihr denn dann noch Hautdetails verpassen? Und die Zähne, die man noch randomisieren kann. Egal. Ist jetzt zu spät. Ich meine, das hat sie sowieso nicht. Ah. Ja, ich lasse es einfach. Ich würde dir erstmal Wimpern geben. Wimpern! Wimpern, Leute! Wir können alles verändern. Okay. Okay, ne. Wäre sie so ein Typ für sowas hier vielleicht? Oder. Allgemein vielleicht irgendein Joker oder so, oder eine Kette? Oh, ist das cute. Oh, das würde jetzt stehen auf jeden Fall. Make-up, oh mein Gott, Make-up. Man kann so viel mit Make-up machen, ne? Oh mein Gott.
Die wird halt eigentlich nicht so krass sein, ne? Sieht so heftig aus. Hat sie das überhaupt? Ja, okay. Das sah jetzt nicht so aus. Ist das vielleicht weniger extrem? Ich würde das hier nehmen, glaube ich. Yum, yum, Eyeliner. Ich hoffe, sie wird hübsch. Ich habe Angst, dass sie hässlich wird. Ich habe halt nicht viele Erweiterungspacks, deswegen habe ich umso mehr Custom-Content. Oh, ist das cute. Ich finde Blushes immer so süß, weil das sieht halt so natürlich aus. So. Finde ich jetzt so, weil ich habe ja auch oft viel Röte und so in meinem Gesicht. Oh, das sieht so extrem aus. Die guckt so unglücklich. Der Mund ist halt so. Aber so an sich mit dem Lipgloss geht das, glaube ich. Gut. Wow, und Kleider dann. What? Warum habe ich das noch nie gesehen? Oder ist das neu? Ich habe keinen Plan. Weil irgendwie gab es ja letztens ein Update und ich habe keinen Plan, was da dazu kam. Also, oder was irgendwie geändert wurde oder so. Duno. Aber an sich würde hier so ein Kleidchen schon stehen. Oh, sogar kariert und so. Ja, manchmal lade ich Sachen runter und weiß gar nicht mehr, dass sie existieren und wie. Guck mal, wie dürr die ist, Alter. Das ist richtig ekelhaft. Oh. Ich glaube, ich auch nicht alles gerandomized, was ich hätte randomisen können, aber ich habe viel gerandomized und ja, keine Ahnung. Das sieht auch cute aus. Das passt halt gar nicht so zu ihr. Ja, als Alltag, ganz normal, oder? Das ist süß. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das gefällt mir. Das könnte ein Teenager in ihrem Alter tragen. Sicherlich. Gut, dann gebe ich ihr noch Schuhe. Will ich hier nicht irgendwie sowas wie Vans, sowas ähnliches? Ja. Ja. Junge, die hat voll das Hohlkreuz. Guck dir das mal an, Alter. Was ist das? Das ist doch cute. Ich wollte auch noch eine Ugly to Beauty Challenge machen. Das kriegen wir sicherlich auch hin. Das könnte ich ja theoretisch im Anschluss aufnehmen und dann, ne? Und so. Sie könnte ja hier theoretisch andere Wimpern tragen, ne? Also ich meine, die ist halt auch nur dann quasi Make-up. Okay, das ist übertrieben. Na. Ich will, dass es gut aussieht. Gib mir. Das ist okay. Das sieht super süß aus einfach, aber das muss ja nicht immer so extrem sein, ja? Einfach so ein bisschen, ja, genau. Ich glaube, da bleibe ich auch so. Zur Abendkleidung ziehst du sowas an, ne? Das bezweifle ich aber. Ich würde ihr da halt auch ein Kleid anziehen. Nur was für eins ist die Frage. Ja, why not, ne? Das ist zu farbenfroh, sag ich mal. Also, das ist zu auffällig. Das ist, glaube ich, nicht so ihr Typ.
was sie so tragen würde. Deswegen. Sieht so dürr aus. Das ist so schrecklich. Das steht ihr tatsächlich ziemlich gut, finde ich. Es lässt sie halt älter wirken, aber ist ja scheißegal so. Und dann hohe Schuhe. Mal gucken, was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier eine, diese Uhr? Muss nicht sein, ne? Also Ringe? Nein, nicht das Handy. Ringe finde ich gut. Fingernägel, why not? So. Netzstrumpfhose zählt anscheinend nicht. Und doch, hier. Aber die. Nee. Das sieht nicht gut aus. Das ist nichts für Alina. Aber so ist das ganz cute. Das lässt sie auch nicht so dürr wirken, finde ich. Da hat sie am besten, also mit Sport hat man jetzt ja normalerweise nicht so viel. Da hat sie einfach nur ein bisschen Wimpern. So ein bisschen. So vielleicht. Mehr braucht sie da nicht. So, dann, keine Ahnung. Ja, damit mache ich auch immer Sport. So ein Crop Top wäre halt nicht schlecht tatsächlich. Das hier finde ich cool. Das finde ich hübsch. Das finde ich gut. Das kann die tragen. Ach, ein Rock, natürlich. Das sieht so ekelhaft aus mit ihren Beinen. Why? Das passt tatsächlich ganz gut dazu. Es glitscht hier halt ein bisschen, leider. Warum auch immer. Oh, da sieht man, dass sie so dürr ist. Oh mein Gott. Welche Farben geht's tiefer? So, das geht schon. So, zum Schlafen braucht sie im Gesicht halt theoretisch gar nicht so, weil da schläft sie halt. Da sieht sie eh keiner. Seit Teenager, ja. Oh, das ist cute. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie sowas trägt. Also so, das ist super cute. Sie muss ja nicht theoretisch nichts so drunter tragen, theoretisch so. Kann aber so. Dass sie Schuhe trägt. Wenn ich hier Leggings auswählen kann oder so, dann könnte sie ja die tragen. Passt halt nicht so dazu. Also ich denke, sie würde das eher so tragen. Wenn sie ausgeht, macht sie sich natürlich auch wieder hübsch, ne? Das ist so richtig hübsch. Mit so richtig krassen Wimpern. Okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Oh, das ist cute. Ich finde mal alles so richtig cute. So, oh! Ja. Yes, gefällt mir richtig gut. Sie könnte halt auch so Glitzer tragen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie sowas benutzt. Und wenn dann ein bisschen heller. Ja, genau so. Sieht sehr gut aus. Oh, das passt zum Augen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung von Make-up. Okay, lass mich. Ich benutze das ja auch selber nicht. Also von daher. Ich finde das aber total voll cool, aber es ist halt nicht so ihrs, finde ich. Aber wenn sie weggeht. Also sie ist auf jeden Fall. Oh, das funktioniert ja gut. Ups.
Ich hab doch letztens jetzt alles gefixt. Egal. Nein, das mache ich nicht. Ich muss hier draufklicken. Oh. Das sieht gut aus. Das finde ich hübsch. Das ist ihr Style. Ich finde die Hose auch gut. Also, wenn ich mir die jetzt so angucke, so, Ja, die passen da auch richtig gut zu. Wenn dieser Bauch nicht wäre, ne? Also, nichts gegen Menschen, die ein bisschen dicker sind, so. Und ein bisschen Bauch haben. Aber so, bei ihr sieht das halt irgendwie weird aus, so. Weil sie ist so dürr und dann hat sie so einen Bauch und dann. Sieht komisch aus, aber. Wenn der Bauch nicht wäre. So, dann, ich möchte ihr ein Bikini geben, glaube ich. Und ich habe nicht so viele schöne. Was ist das denn? Sehr süß. Aha. Habe ich hier irgendwie noch? Oh. Das ist ein Bikini. Der ist sehr leuchtend. Hier. Das finde ich gut. Da hat sie zumindest auch ein paar Wimpern. Ja, so ein bisschen. Aber ich finde, dass sie ganz gut geworden ist. Also ich mag sie. Wir könnten ihr jetzt noch... Was könnte sie sein? Also sie könnte... Ups. Sie könnte... sie ist... sie mag Familien. Ja, erfolgreiche Abstammung ist bestimmt gut. Sie ist sehr selbstsicher. Oh, das sind Posen. Und unberechenbar. Ja, sie ist sehr unberechenbar. Same. Ich fände sie eigentlich ganz cool. Ich mag sie. Ich meine, wenn ich mir sie jetzt so angucke. Ja, sie gefällt mir. So. Wie gesagt, bis auf hier mit dem Bauch. Das ist ein bisschen behindert. Und sie hat wirklich sehr dürre Beine. Guckt euch das mal an, Alter. Das ist so ein Stock. Einfach nur. Ich denke mir so. Why? Aber im Großen und Ganzen finde ich sie eigentlich ganz cool. Nächstes Mal vergesse ich auch nicht, dass ich alles randomisen kann. Also alles Mögliche. Also ich hätte ja noch das randomisen können mit der Hautfarbe. Und Körper. Ne? Aber egal. Also es hat jetzt ja nicht so krass viel ausgemacht. Ein Fact. Also ich meine, sie ist jetzt trotzdem nicht so hübsch geworden vom Körper und so her, finde ich. Also, mein Norm. Das ist genauso wie die Ugly-Tubity Challenge, eine sehr oberflächliche Challenge. Und sollte man halt nicht so ernst nehmen. Also, ich finde es persönlich nicht so hübsch. Also, ich finde es okay. Ja. Ich weiß nicht, von wo ich rauf ich hinauf wollte. Ich wollte auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hätte das hier noch randomisieren können und ne. Ja. Tut mir leid, dass es halt so jetzt nicht gekommen ist, aber nächstes Mal vergesse ich es definitiv nicht. Und ja. Wir machen bestimmt demnächst noch mehr Challenges und ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.